Für diesen coolen Stiftehalter braucht ihr einfach nur einen Klebestift und 13 verschiedene Zettel. Ich habe hier jetzt so Notizzettel und Origami-Papier genommen. Ich stelle mal die Kamera um. So, ich habe hier jetzt drei grüne, drei pinke. Also das wären die Farben von außen. Da habe ich drei dunkelblaue. Oh, ihr seht überhaupt nicht. Drei dunkelblaue, drei gelbe und einen orangenen für den Boden. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. In Schritt 1 braucht ihr einfach nur eure vier Farben von außen. Und dann fangen wir an mit dem Falten. Ihr nehmt euren ersten Zettel und nehmt ihn so, dass es wie eine Raute aussieht und faltet dann diese Kante auf diese, also diese Spitze auf diese Spitze. So, dass dann ein Kopftuch entsteht. Dann nehmt ihr diese Ecke und faltet sie hier hoch. Und das gleiche macht ihr hier auch. So, dann faltet ihr das wieder auf und knickt hier oben alles nach da unten. Also den rechten Winkel. So. Dann sieht es so aus. Und das macht ihr jetzt mit den anderen hier auch noch. Ich zeige es euch noch einmal. Also hier Spitze auf Spitze. Dann Ecke auf Spitze. Ecke auf Spitze. Auseinander, rechter Winkel auf Ecke und wieder auseinander. Das macht ihr jetzt mit euren beiden anderen Zetteln auch. So, wenn ihr alles habt, sollte das so aussehen. Und jetzt kommen wir zu Schritt 2 und dem Kleben. Dafür nehmt ihr jetzt das pinke und das grüne Modul und streicht auf diese pinke Ecke, also auf die linke pinke Ecke, etwas Kleber und steckt sie dann so hier in den Zwischenraum. Also, ja, toll. Wie wäre es mit einem relativ vollen Kleber? Egal. Also ihr streicht hier auf diese Ecke Kleber. Nehmt dann hier diese Öffnung des Grünen, ja, und steckt die Pinke da rein. Ihr könnt auch einfach alles nochmal auffalten, das dann genau da drauf legen und dann zusammenfalten. So, das macht ihr dann hier jetzt bei dem blauen auch wieder. Wichtig ist, dass immer dieses Dreieck hier nach unten zeigt. So. Und das wird dann hier auch in diese pinke Öffnung jetzt gesteckt. Ich finde es so ehrlich gesagt immer praktischer. Kommt noch das gelbe Modul. Da machen wir es dann wieder so. Wir stechen es hier einfach rein. So. Und dann als letztes kommt hier auf die grüne Ecke der Kleber. Und das wird dann hier ins Gelbe gesteckt. Wenn ihr es habt, sollte das Ganze in etwas so aussehen. Und jetzt machen wir den Boden. Dafür nehmen wir hier unser Orangenes, falten es einmal wie ein Buch. Dann nochmal. Ihr könnt es entweder auseinanderfalten oder gleich drauf machen. So. Falten alles auf. Und klappen dann
hier die Ecken in die Mitte. Nehmen wir uns einmal das, gucken, ob es hier reinpasst. So, ja genau, passt. Und dann tragen wir hier unten Kleber auf. Und dann legen wir es eben, wie gerade schon getestet, hier rein. So, okay, jetzt, wie schon gesagt, sieht das Ganze so aus. Und die nächsten Module werden jetzt etwas anders gefaltet, sodass sie nämlich so aussehen. Aber nur minimal. Ich zeige euch das jetzt einmal. So, ich falte wieder ganz normal hier die Spitze auf die Spitze. Ja, okay, das war schräg. So. Dann falte ich wieder diese Ecke hier nach oben. Und die andere auch. Und dann mache ich es nicht wieder auf, sondern ich drehe es einmal um und falte dann den oberen Teil nach unten. So. Und das mache ich jetzt mit den restlichen 6 Modulen auch noch. So, also den oberen ersten Teil aus diesen Modulen hier habe ich jetzt schon mal zusammengeklebt. Und ihr seht jetzt, wie ich ihn zusammengeklebt habe. Und ja. So, okay, dafür habe ich einfach mal hier die Teile so ein bisschen auseinander gefaltet. Dann, Moment, dann natürlich hier auf den grünen Flügel Kleber aufgetragen und dann wie vorher in das Pinke einfach reingesteckt. So, das mache ich jetzt mit den anderen 2 Modulen auch so. So, hier wird aufs Pinke aufgetragen. Ihr müsst da echt aufpassen, dass ihr nicht auf die falsche Ecke Kleber auftragt, weil das ist mir gerade auch passiert, da hatte ich richtig das Problem mit wieder auseinander machen und nochmal umfalten und so. Und ja. Dann wird hier jetzt das Blaue vom Gelben verspeist. So. Und dann als letztes kommt noch auf das gelbe Modul Kleber. Ich finde, es ist immer am schwersten, das alles ins Letzte zu schieben. Aber hier ging es jetzt eigentlich gerade relativ leicht. Und jetzt zeige ich euch auf jeden Fall noch, wie man das alles macht. Und zwar trage ich jetzt hier überall, hier unten auf diese übrig gebliebenen Dreiecke, Kleber auf und stecke das dann alles in dieses größere. Ja, ihr seht gleich, wie ich es meine. Aber zuerst trage ich hier überall mal Kleber auf. So. War auf jeden Fall nicht gut. So. Und jetzt stecke ich jetzt zum Beispiel hier blau einfach in das blaue hier rein. Ihr müsst
echt gucken, dass immer diese Dreiecke innen sind. Okay, ich habe nicht genug Kleber aufgetragen, aber ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Und ja, so sieht das dann aus. Und sorry übrigens, dass das Video keinen gescheiten Anfang hat, beziehungsweise gar keinen Anfang. Und ja, und das Ganze mache ich jetzt halt auch nochmal hier. So, überall gut Kleber auftragen. So, und das wird dann auch wieder auf die richtigen Stellen gesteckt, beziehungsweise in die richtigen Stellen. So, wie es einfach nicht hält. So, okay, jetzt hält es endlich. Und so sieht mein Stiftehalter dann aus. Von innen. Und dann würde ich sagen, tun wir da doch gleich mal ein paar Stifte rein. Doch, ich finde es richtig cool. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch für Bilder sehen, für Videos sehen wollt. Demnächst kommt ein Video, wo sich schon jemand sehr lange gewünscht hat, aber ich den Kommentar leider erst vor kurzem entdeckt habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye!